So, jetzt kommen wir nämlich auch da drauf und dann können wir darüber. Oh Gott, dieser Tempel. Aber ich hätte es mir auch schon irgendwie denken können. So nach dem Motto, okay, nur 3 Kapitel, aber dafür längere. Dieser Tempel wird mich noch in den letzten Verstand bringen. Und nebenbei bemerkt, ich mache nicht. Blablabla. Aber kein Problem ist zu schwer für unsere Professorin Mavis. Und so drang sie immer weiter in den gefährlichen Tempel ein. Ah ja. Okay, wenn das gleich zurückkommt. So, sehr schön. Gott, das ist ja Tomb Raider-Style. Wehe, bei Drake ist der so nur ganz kurz oder sowas. Dann drehe ich Drake höchstpersönlich seinen Hals um. Aber höchstpersönlich. Naja, eigentlich nicht, aber... nicht umfallen. Ihr wisst, worauf ich... was ich sage. Oh, hier hoch. Kratz, kratz, kratz. Nee, ich traue der Sache nicht. Hier ist ein Kapitel schon... Nummer 2. Eine Kiste haben wir noch. Oder? Klasse. Ja. Wir haben fast alle Karten aus diesem Kapitel. Aber ich muss da gleich, glaube ich, nochmal hoch. Oh, sehr schön. Einmal fully reloaded. Ich muss doch noch auf die andere Seite. On the other side. Wo ich nicht raufkomme. Na, dann halt nicht. Dann gehe ich halt hier lang. Ah, hier haben wir wieder unseren... Endlich fand Professorin Mavis heraus, wo die magischen Gewänder lagen. Alles voll mit tödlichen Gefahren, schrecklichen Bestien und furchtbaren Fallen, die jeden Eindringling in einer Millisekunde zur Strecke bringen. Denisovic. Okay. Der Raum war voller Gefahren. Denisovic, halt die Klappe. Und das kaufen. Fahren und schrecklicher Bestien. Also musste sich Professorin Mavis gehörig anstrengen, um am Leben zu bleiben. Schlimmer hier. Das meine ich ernst. Ich könnte da lang, ich könnte aber auch... mir den Schlüssel holen. Das tat weh. Nee, das tat überhaupt nicht weh. Natürlich tat das weh.
Ach so. Nein, wir bleiben geschmeidig. Ganz geschmeidig. Ja, ich habe noch einen Schlüssel. Den muss ich irgendwie noch unters Volk bringen. Wenn man vom Teufel redet. Wir kommen gut voran. Eine Karte mehr in der Sammlung. Und wir sind auch gleich durch mit dem Level. Hoffe ich. Wir haben alle Karten aus diesem Kapitel. Wir sind ein tolles Team. Ja. Dem stimme ich voll und gänzlich zu. Welches Buch liest du da? Weil so ist die Geschichte gar nicht. Naja, das habe ich extra gemacht. Um die Geschichte ein wenig aufzupeppen. Komm, mach hinne. Ich will auf die Plattform. Und nein, wir rushen jetzt hier nicht durch. So. Aber dank ihres außerordentlichen Geschicks erreichte sie schließlich die uralte Kiste. Uralt. Das war hart. Ich hoffe, Dr. Dracula hatte nicht so viele Probleme wie ich. Die Party fängt bald an. Sagt der Professorin Mavis etwas besorgt? Und gleich kommen wir zu Dracula. Ah, 10 habe ich jetzt nicht gekriegt. Mein Gott. Langsam, aber sicher, arbeitete sich Dr. Dracula tief in den Dschungel vor, umringt von seltsamen Kreaturen und gefährlichen Fallen. Die Zeit wurde langsam knapp und er musste mit den Defendern zurück im Palast sein, bevor die Party losging. Und das hieß Beeilung! Ja, jetzt sind wir bei Dr. Dracula. Jetzt habe ich ganz vergessen, wie das Level heißt. Okay, da komme ich noch nicht hoch. Und vielleicht... So. Zack. Haha. So viel wie möglich einsammeln. Wah, wah, wah. Und natürlich auch wieder schön Obst verkloppen, wie sich das gehört. Nieder mit dem Obst. So, jetzt haben wir hier auch alles. Und bam, paff, poff, hier, Kung Fu. Kung Fu Hustle. Und Nummer 2, Nummer 1. Nummer 2. Na, oh, frech werden hier. Wie kannst du Kung Fu Dracula angreifen? Das geht doch nicht. Leute, das geht doch nicht. Oh, weiter. Gut, knapp. Möchte ich mal so hinzufügen. Mal gucken, wie sein Tempel ist. Wenn der so ist wie bei Mavis, dann aber... Und dann Prost Mahlzeit. Ah, kriegen wir hin. Meine Güte. Und zack. Und kaputt. Da steht er mit stolzem Kinn erhoben. Hm, hier haben wir sonst nichts. Alles klar. Okay. Super Sprung. Oh, alles schön einsammeln. Wir wollen ja schließlich auch die Kärtchen haben.
Telekinese. Ich würde sagen, dahin. Das sieht gut aus. Vielleicht auf der anderen Seite noch. Nein. Ah, Fighting. Fighting-Gebiet. Und es ist. Dam, dam, dam. Fighting-Gebiet. Auf in die Om. La, 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 la. Oh, Halluzinon. Hallucination. Ne, 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 ne. Also die Halluzinationsfähigkeit, die ist schon gut. Los, komm her. Autsch. Wir haben einen abgekriegt. Na, ist ja nicht schlimm. So. Halluzinon. Oder Halluzination. Hallucination. Schnell hier rüber. Darüber. Schafft. Wie ist das wohl? Mann! Kamera! Und hier machen wir jetzt einen Supersprung. Und wir sind drüben. Juchi! Apropos, wie viele Juwelen hat dieses Level? 1000. Langsam mal Zeit für eine Karte. Aber es ist schon Kapitel 2 von 3. Darf man auch nicht vergessen. Show. Wir haben schon fast ein ganzes Drittel. Kann ich da hoch? Nö. Deswegen sah die Textur auch so Matsche aus. Ha, ha, hu. Für mich so wie Jackie Chan Adventure oder sowas. Gab's davon nicht auch mal ein Spiel? Obwohl doch, ich meine für Game Boy oder sowas. Ach ja. Ja, ja, haben alles sehr schön. Dann können wir ja jetzt ein bisschen was kaufen. 400 Lobby. 600, 300. Ja, jetzt fehlt uns nur noch 600, 600, 300. Also 1500 fehlen uns noch. Ja gut, das klingt relativ machbar. Wir haben ja noch dieses Level. Und dann haben wir ja auch noch ein Level. Den Schlüssel nehmen wir uns jetzt schon mal mit. Und was willst du? Nichts will er auf, außer auf die Rübe kriegen. Okay, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ah, ich muss zum Gegner stehen, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Okay, da muss ich gleich sowieso hoch. Aber erstmal ein bisschen noch die Blumen verprügeln. Warum immer auch Drake die Blumen verprügeln will. Er wird seine Gründe haben. Und wir haben den Schlüssel. Habe ich alles? Jo.
So, mach auf. Na, ich geh erstmal nach unten. Hier ist eine Truhe. Wir sind jung. Wir brauchen die Juwelen. So, irgendwie. Oh, können wir jetzt auch wieder nach oben? Ah, super Sprung. Ah, erste Karte. Perfekt. Ich möchte alle Karten haben. Wow, es gibt auch Karten für die Gegner. Also eine Gegnerkarte.